Okay, mach die ganze Wüste fertig. Damit hallo, liebes Publikum, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bugsnacks. Haben wir schon draußen? Haben wir schon draußen den Ball? Nein. Doch. Ah, hier. Hi. Guck mal da rein. Willkommen zurück bei Bugsnacks. Mit dem Captain aus der Kanzel Corner. Ja, hallo, nochmal willkommen zurück bei Bugsnacks. Warum auch nicht? Das ist Bugsnacks 2, das muss man doppelt ansagen. Mein Gott, wo will der denn hin? Wo kommt der wieder raus? Oh, kann der einfach... der macht die Mauer kaputt. Ne, macht er nicht, aber die anderen hinter uns machen die Mauer kaputt. Einer von beiden. Muss er irgendwas gegen spielen? Ja, wenn mir jetzt die Zeit gelassen wird. Nee, das war die falsche Taste. Das ist die richtige Taste. Was mögen die nochmal? Auch was anderes. Auch Ketchup und Senf, okay. Da, Ketchup. Geh doch mal bitte zum Ketchup. Nicht mehr als der den Ketchup liebt. So ist das halt. Ja. America! America! Das Land des Ketchups. Was passiert mit dir da hinten? Oh mein Gott, ich hab ihn einfach mal ins Verderben geschickt. Mit Y kann man. Gramble wirklich. Kaputt Gramble. Yes, hat funktioniert! Mensch, super gut! Wie kann ich dich aufhören? Das war dein Plan von Anfang an. Das war mein Plan, natürlich. Also irgendwie, dass wir hier irgendwie hinkommen. Was ist das da hinten? Ein ekelhaftes Schlafhofding. Das ist ein Westwienerwurm. Ein faules kleines Würmchen, das man nur durch seinen Hass auf Ketchup zu irgendwas motivieren kann. Okay. Wow. Das heißt, wenn ich jetzt hier Rise of the Westwienerwurm niemals auf einen Hotdog Ketchup machen. Kein Ketchup auf den Hotdog? Nein, komm, Senf. Ja gut, ja, kann ich nachvollziehen. Oh. Die machen den fertig. Ja, ja. Das ist unfassbar. Aber wenn ich jetzt theoretisch... Ja. ...das hier mache... Ja. ...dann wollen sie ja das wahrscheinlich angreifen. Und wenn ich dann... Aber ganz vorher... Bam. Nice. Wozu wollen wir den Westwiener Wurm haben? Ich habe keine Ahnung, warum du den geholt hast. Aber wir haben ihn. Also... Zur Not bringen wir ihn in die Stadt und donaten ihn. Ja, genau. Ach, ich sollte ja die Fritine holen, richtig? Richtig, die Fritine wollen wir. So, ist immer noch... Okay, hier ist offenbar immer noch... Das wird nie aufhören, glaube ich. Außer wir zerstören mit einem Stein zuerst das Ding, glaube ich. Lass uns doch mal in Ruhe. Was willst du zerstören? Mit einem Stein, das Windrad. Aber ich glaube, das. Sollten wir das wollen? Weiß ich nicht. Ich bin gegen erneuerbare Energien. Oh, das ist gemein. Ich will nur noch Kohle. America. Naja, mal sehen. Du musst es jetzt noch schaffen. Wobei, wenn ihr wartet, die Falle wird einfach runtergeweht, wa? Ja, das war gerade das Problem gewesen, weil ich hab. Ich meine, aber wenn die Falle zugeschnappt hat, wird die runtergeweht. Das heißt, wir müssen da gar nicht hoch. Genau. Sondern wir müssen nur die Falle von unten. Ah, das macht. Ja, naja, okay, gut, ja. Ja. Das natürlich. Gut kombiniert, Watson. Vielen Dank. So kennt man mich. Als Watson. Genau. Nee, mein Name ist gut. Gut kombiniert. Okay, du wolltest eine Fritine? Ja, die Fritine gibt sie ihm direkt. Da wollte ja nur eine, ne? Ja. Hey! Frittenfinger! Oi! Frittenfett ist immer nett. In Mexiko macht niemand. Wahrscheinlich auch der einzige. Oh. I'm starting to think I should get a better location back in Snacksburg. Yeah, mach das. But moving all this inventory across the desert is real sweaty work. I'll need a way to keep cool. Lass mich raten, wir müssen jetzt so einen Cocktail holen. XXL Stil-Lollis. Then walking the hot sands would be a breeze. But I gotta warn you, you won't find popsicles in the desert. Better look elsewhere. Sind das nicht auch die wir für hier Dancing Queen brauchen? Nee, Dancing Queen will die Popzeken. Ach ja, stimmt. Die brauchen wir auch noch. Ja, was waren das nochmal mit denen? Irgendwas war doch da. Was müssen wir mit denen machen? Einen kleinen, dass sie durch Falle rutschen. Aber mit etwas Hitze quellen sie vielleicht auf. Genau, dafür brauchen wir einen von den Skorpionen. Yo. Weil die ja die Hitze irgendwie
verschießen. Das, die Sache ist aber, das ist doch auch totaler Quatsch, weil wir können ja die nicht einfach wie so ein Pokémon benutzen. Nee. Das heißt, oh, wir brauchen, wir haben doch jetzt Chili-Soße. Weißt du, die Chili-Soße ist scharf? Das klingt erstmal plausibel. Scharfe Soße, stand da, steht da. Also, ja, ich meine im Sinne von, die brennt. Lass mich in Ruhe. Und, hier waren noch ein paar. Ja. Aua! Das sieht aus, als ob sie, ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Wie es aussieht! Das ist ja wie bei den Muppets, wenn die Muppets brennen würden. Willst du Völker den Muppets brennen? Was? Hallo, ich bin Elmo und heute zünden wir Grobi an. Elmo ist kein Muppet. Naja. Oh. Elmo. Naja. Ja, aber er ist. Von den Monsters ist doch au, quasi. Au! 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 Sesamstraßen-Dinger sind doch quasi wie die Glücksbärchen-Cousins. Zu den Muppets. Ja, okay. Also, das ist, die Glücksbärchen-Cousins ist auch so irgendwie Quatsch. Alter, kann ich mal aufhören, mir die Falle die ganze Zeit abzufackeln? Das ist jetzt natürlich problematisch. Ich lösche den mit Range. Range Brand. America. Okay, Der ist jetzt angeschwollen. Ist der schon angeschwollen? Ja. Aber wie haben wir nochmal das komische Netz benutzt? Ich weiß nicht, irgendwie hatten wir ein Netz, aber wir hatten keins. Also, ne, weißt du, ich meine? Ja. Kann halt das hier aufbauen. Ja. Der Skorpion mag das nicht. Der sitzt doch die ganze Gegend im Brand. Ah! Und mich! Ah! Ich glaube, plus abwärts, wo kein Skorpion war, gab es, glaube ich, auch noch einen Pupzig zumindest. Ja, aber. Das wird ja dasselbe Ding sein. Ach so, du meinst, weil da kein Skorpion ist. Genau. Das ist natürlich clever. Ja, das ist Dauer, wenn du einen links anvisierst. So, haben wir schon mal ihn? Genau, der schwillt jetzt an. Dann ganz schnell. Und die rennt nach da hinten, warum auch immer. Das ist doch Quatsch! Quatsch mit Sause! Wie viele Pupzeten-Säcken will die haben? Ich glaube nur eine. Nur eine einzige? Guck mal bitte im Logbuch nach. Okay, guck ich mal kurz im Logbuch nach. Junge. Ist mir wichtig. Nee, da. Passt, der Popmusik rockt. Festpin 2, okay. 2 Pupzen, na gut, da haben wir noch genauso gut Platz für. Wow! Alter! Das wäre der Moment, wo ich mir überlegen würde, auszusteigen. Aber gut, bestimmt ein Ansatz. Da musst du eigentlich nur den scheiß Skorpion zuerst wegfangen. Ja, oder jetzt einfach weit genug vom Skorpion weg sein. Das geht auch. Wenn aber nicht die Natur uns einen Strich durch die Rechnung machen würde. Ja, kommt schon. Oder was kurz? Ja. Jetzt. Nice. Jawoll! Sehr gut, okay, die erste Pupsäge haben wir. Sehr gut. Die zweite war doch auch hier in der Ecke. Ja, irgendwo. Die ist da auch angelaufen, würde ich sagen. Oder ist die wieder zurück? Ist sie zurück zu ihrem Heimat? Ja, die ist auch wieder klein. Ach, wie hat sie das denn angestellt? Hast du schon mal gesehen, dass sich Popcorn in deinem Popcorn einmal wieder zurück? Das sind nur noch so Maiskörner? Hab ich noch nie erlebt. Ich pack die Falle einfach dahin, wo der nicht mehr treffen kann. Hoffentlich. Ja, gucke. Ja, ich hab hier schon Sachen erlebt. Weißt schon. Steil-Lollis. Mein Name ist Stil-Lollis Grump McGrumping und welcome to Grump Ass. Bam, 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 bam. Bam, 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 grump, 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 grump. Ich hab die Melodie von Jackass. Grump, 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 grump. Da oben ist er! Da oben ist er! Ja, dann wissen wir ja, was zu tun ist. Ja, das ist ja ganz klar, ja, der fiese. Dann machen wir wieder unseren patentierten. Den ganz alten, klassischen. Yeah! Na Mensch, superb. Okay, dann so. Können wir die beiden jetzt ihm geben? Nee. Nee, die Ah, die hier, Stars. Hier, Wiggle wollte das haben. Die Sterolina richtig. Wollte das. Sterolina. Sterolina. Unter der Name für irgendeinen Charakter. Wo war die nochmal? Die war am Strand mit einem eiskalten Getränk in ihrer Hand. Ja, genau. Ihr scheint die Sonne auf den Bauch. So geht's doch auch. Irgendeine Zeile ausgelassen. Exakt. Ist mir auch egal.
Ich weiß jetzt auch nicht genau, was für einen Song du gemacht hast. Ist am Strand von Farin Urlaub. Ach das! Von seinem Erfolgsalbum Endlich Urlaub. Oh, hey buddy, I'm glad you're here. I've been talking to the other Grumpuses and I think they could use your help. No, was? Hier braucht doch keine Hilfe. But, you know, personal issues. It can be hard dealing with your problems alone, you know? It won't get you closer to Lisburg, but it'd mean a lot if you could help the others. Okay. Ja, machen wir. Du hast eine Karotte als Arm. Ich kann das einfach alles an Kompensation, was von unserer Seite kommt, du hast eine Karotte als Arm. Ja, ich meine, das ist das wert. Erstmal aufbauen hier. Nehmt. Greens. Nehmt. Nehmt alles. Nehmt. Gib nichts zurück. Trink aus. Gib nichts. Gib nichts. Gib nichts, mach nichts. Gib nichts. Qualmende Quellen. Die qualmende Quelle. Dort finden wir einfach alles. Alles. Wir finden Namen Qualm hat. Und eine Quelle. Das ist alles, was wir brauchen. Ja. So, und Stilollis haben wir ja noch nicht gefunden. Die sind auch nicht hier. Ich denke mal, die Stilollis, die werden. Der Loli war doch was anderes. Stimmt. Du bist doch wahrscheinlich wieder hier oben am rumwackeln. Yeah, da ist er. So, und die möchten die auch essen. Die möchten die immer nur essen. Gib ihr das als Hände. Okay. Ich will, dass sie Popcorn-Hände hat. Ja, das ist fantastisch. Es ist fantastisch. Handtastisch? Ja. Oh, herrlich. Das würde ich mir fast überlegen. Das hätte ich auch gerne. Guckt dir das an. Das ist wie diese Enten von diesen Truthähnen aus Cartoons. And I don't have a single new tune in my head. What a wonderful journey I've taken. Darling, I apologize for putting you through such an ordeal. Sie hat uns gesagt, wir sollen das machen. It was all for the sake of art. And art is priceless. I can see that this simply isn't working, and I believe I know why. Oh, not nearly Bitte noch mehr Popcorn, bitte nicht. Me to return without a new single. I shall face the music and greet my adoring fans. Aloha, darling. Okay, cool. Wow. Damit haben wir sie zurückgebracht mit ihren Stummelarmen. Was hast du noch mal zu den Händen gesagt? Das sieht aus wie die Enden von diesen Cartoon-Truthähnen. Ja, genau, was man so an die Füße ja, genau. Quasi ich weiß immer noch nicht, warum das da ist, aber wahrscheinlich, dass die festhalten. Ja, richtig, ja. Ohne deine Finger. Eigentlich clever. Ja, voll klug. Tücher. So, trotzdem clever, selbst wenn es nur Tücher sind. Mhm. Don't be fascistisch, oder wie das heißt. Sei nicht fascistisch. Ja, genau. Nee, das ist ja was anderes. Ja. Du weißt schon, was ich meine, ne? Ja, sei kein Fickerlist. Sei kein Fickerlist. Wow. Okay, was hatten wir jetzt gerade noch so? Also wir könnten das Interview mit ihr führen, wenn sie jetzt in der Stadt ist. Und wir durch die Stadt müssen. Ansonsten ja, haben wir für die Archäologin 3 von diesen Rippchen. Ach, die Rippchen, genau, das war's gewesen. Die 3 Lollis oder 2 Lollis? 2 Lollis steht da. Ja, aber da wissen wir noch nicht, wo die sind. Nee, wahrscheinlich dann da nicht. Irgendwo. Ja, vermutlich. Also da würde ich es auch vermuten. Nee. XXL-Stil-Lollis. Bramble, dear. Are you free for a little stargazing tonight? Sorry, I can't. I gotta watch my little ones. Of course you do. Come on, Gramble. Surely you can take a night off. Nobody's desperate enough to steal from you. Anymore? Maybe. But even still, my kin might wander off if I'm not here. Bestimmt. It's only natural, dear. I'm sure they long to return to the wild. The wild of my stomach. This is their home. They love it here. They just get lost sometimes, is all. Whatever you say, darling. Let me know if you're ever free. Und wegrennt er. Hey, was geht? You have no idea how hard it is for me to write these songs. My lyrical genius is driven by my muse. Deine An Hände. Adorable muse. With skittering lilies and a juicy scent of... I'm no stranger to interviews, darling.
Hit me with your best shot. Wir geben ihr noch so kleine Popcorn-Beine. Das wäre super. Ist sie einfach so riesig, so mega geschrumpft so. Ja. Interview beginnen. Ich guck, was das geht gar nicht. Vermutlich nicht, nee. Wer bist du denn? You've certainly heard my number one single, Do the Wiggle. Ah. Ich habe sie einen geschlagenen Monat nicht aus dem Kopf bekommen. You see, Wiggle Wigglebottom needs no introduction, darling. Wackeldickel. Warum bist du auf die Insel Schleckung gekommen? Well, I'm here to gorge myself on a new life experience. To get my creative juices flowing, as it were. Diese Popcorn-Hände. Yeah. Die Säfte kommen also nicht in Wallung. Das ist ja bestimmt ein Steuerparadies für Influencer. You know, no kid can stay on top forever. And I'm afraid the audience didn't care for Wiggle's World or Wiggle Baby One More Time. And warum ist das auf Deutsch Wiggle La Casa Mi Mia und weiß ich nicht, was da jetzt stand? Ich habe keine Ahnung. Das Eindeutungsteam war sehr sophisticated. Ja, was hältst du eigentlich von Bugsnacks? Every taste is like a star going supernova inside my mouth. Creative energy like I've never felt before. Bugsnacks are worth whatever price I have to pay, darling. Du hast schon einen sehr großen Preis dafür gezahlt, würde ich sagen. Ja. Ja, aber von welchem Preis reden wir denn? So, mit der anderen Sonnenkopf könnt ihr noch leben. I believe something exists to keep us from them. She will come for me one day, but not before I dazzle the world once more. Aber nur einmal. Wie alt bist du? Glaubst du, dass du bald stirbst? Du hast die Stadt verlassen. That's simple. I was following Gramble. He certainly knows his way around snacks. Snacks. Nutzt du Gramble nur wegen seiner Nahrungsvorräte? No! Goodness no! I love Gramble. I would never. He's far too sweet. Like a little strabby. No, I would never take advantage of him, no matter how easy it would be. Okay, weißt du irgendwas über Lisbeth? Ah, Lisbeth. She and Egabel were big fans of mine. You know, I met them backstage at my first farewell tour. They didn't have passes, mind you. Liz climbed in through the air ducts. Ah, but if somebody Lisbeth breaks the law out of love for my music, who am I to turn them away? So kann man sich auch irgendwie Verbrechen gut reden. Yeah. Passiert das oft? Not nearly as often as I'd like. Okay, und was ist mit Lisbeth passiert? That night, when Liz went missing, in jeder Nacht. I went into the woods looking for her. But instead I found something terrifying, towering over the trees. The queen of Bugsnacks. Her screech was deafening, and I ran for my life. Und dann bist du aufgewacht? Well, I can't be sure. All I saw was a menacing silhouette. Kannst du die Silhouette vielleicht aufzeichnen? Ja. Das Ding. Das Ding! Then I fear for her. Oh Gott. Danke, das wäre dann alles. I feel the warm glow of free publicity. I know my story about the queen sounds far-fetched, but I swear on my platinum record it's true. If you don't believe me, go and see for yourself. Oh, ich dachte gerade, ich hol eine Knarre raus. Oh. If you don't believe me, I'm shooting you in the face. Oh Gott. Wiggle kann dir eine Karte zu Lizzes letzter bekannten Position geben. Schau in deinem Logbuch. Hat dir, nicht kann dir. Schau in deinem Logbuch nach Details. Das ist ein Na gut. Ich glaube, das sollte man nicht so machen, aber wir haben es trotzdem gemacht. Ja, was soll's. Es gibt Dinge in der Natur, die einfach nicht sein sollten. Richtig. Und dies gehört nicht dazu, denn das ist definitiv eine Sache, die wir alle brauchen in unserem Leben. Und was wir noch brauchen in unserem Leben, ist eine neue Folge von Bugsnacks, aber die kommt erst morgen oder übermorgen. Oder man weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie bis dahin mein Upload-Schedule aussieht, aber die nächste Folge kommt bestimmt
denn diese Folge ist vorbei. Dankeschön fürs Zusehen. Abonnieren, kommentieren, bewerten nicht vergessen. Und tschüss, bis dann. Macht's gut. Bifika. Bifika.